Praxis geht über Theorie. Das trifft gerade auf die astronomische Beobachtung zu. Aber manchmal hat man Fragen, die sich nicht von selbst beantworten. Hallo im Astro-Kanal von AstroShop. Mein Name ist Markus Schenk. Wir haben 13 verschiedene Fragen oder Probleme von Einsteigern zusammengestellt, die wir oft im Alltag gestellt bekommen. Und hier erfahren Sie die Antworten. Da das Video sonst zu lang werden würde, gibt es diesmal zwei Teile. Also dieses Video und eine Fortsetzung. Sie sehen jetzt den ersten Teil mit den Fragen 1 bis 7. Im zweiten Teil kommt später die 8 bis 13 dran. Die Fragen für diesen Teil finden Sie übrigens auch als Übersicht unten in der Videobeschreibung verlinkt. Legen wir los! Ich sehe nichts durch mein Teleskop. Was mache ich falsch? Viele Kunden rufen bei uns an und fragen, was sie falsch machen, denn sie sehen überhaupt nichts durch ihr Teleskop. Nichts außer Schwarz. Die Lösung ist ziemlich simpel und es gibt in der Regel zwei Gründe. Erstens, der neue Teleskopbesitzer hat einfach den Deckel noch nicht abgenommen. Manchmal kommt es aber auch vor, dass jemand am Tag etwas sieht, aber in der Nacht nicht. Dann kann es sein, dass er einfach nur diesen kleinen Deckel abgenommen hat, den großen aber nicht. Dann sieht man in der Nacht überhaupt nichts. Der zweite Grund ist, der Beobachter hat nicht richtig scharf gestellt und versucht, Objekte zum Beispiel mit einem 5 mm Okular aufzufinden, also mit einem Okular, was eine sehr hohe Vergrößerung hat. Damit kann man nichts finden und man sieht einfach nur schwarz. Beginnen Sie immer mit einer ganz kleinen Vergrößerung und steigern Sie sich dann. Kann ich eine Brille mit dem Teleskop benutzen? Bei uns tragen weit über 60% der Menschen eine Brille. Eine Brille ist daher normal. Man fragt sich zu Recht, kann ich damit beobachten? Es hängt weniger vom Teleskop ab als von den Okularen. Genauer gesagt von den Bauarten der Okulare. Bei den meisten Einsteigerteleskopen liegen ein bis zwei Standardokulare der Bauart Kellner bei. Diese haben bedingt durch ihre Konstruktion einen sehr geringen Augenabstand. Je kürzer die Brennweite, desto kleiner wird die Augenlinse und desto weniger eignen sich diese Okulare für Brillenträger. Aber zum Glück gibt es Abhilfe. Solche Okulare oder solche hier haben einen Augenabstand von bis zu 20 mm und eine große Augenlinse. Schauen Sie sich mal in unserem Sortiment um und filtern Sie nach dem Attribut Augenabstand. Oft ist es ratsam, die Brille abzunehmen und dann durch das Okular zu blicken, vor allem wenn Sie schwache Nebel beobachten. Kann ich Fotos mit meinem Teleskop aufnehmen? Durch viele Teleskope kann man auch fotografieren. Das Thema Astrofotografie ist sehr groß und umfassend, denn vom Mond bis zur Aufnahme von Galaxien und Nebeln ist vieles möglich. Bevor Sie allerdings mit der Fotografie anfangen, empfehlen wir Ihnen, Ihr neues Teleskop erstmal kennenzulernen und visuell zu beobachten. Am Anfang ist es wichtig, Objekte zu finden, mit der Montierung, den Okularen und dem Zubehör umzugehen und Objekte in die Okularmitte einzustellen, quasi das Beobachten einfach zu lernen. Der zweite Schritt ist dann die Astrofotografie. Fangen Sie mit der Mondfotografie an, zum Beispiel mit einem Smartphone und einem Smartphone-Adapter. Und so ungefähr machen Sie das.
Und das ist mit jedem Teleskop möglich, bringt tolle Ergebnisse. Und wenn Sie planen, tiefer in die Astrofotografie einzusteigen, lassen Sie sich von uns erstmal ausführlich beraten. Warum sehe ich die Bilder auf dem Kopf stehend? Wenn Sie durch ein Newton-Teleskop blicken, sehen Sie die Bilder so. Bei Refraktoren oder Schmidt-Cassegrain-Teleskopen mit Zenitspiegel sehen Sie die Bilder seitenverkehrt. Ist das Teleskop also kaputt? Fehlt etwas? Nein, alles in Ordnung, keine Panik. Teleskope bilden immer auf dem Kopf stehend ab. Auch bei einem Fernglas wäre das so, wie hier, wenn kein festes Umkehrprisma eingebaut wäre. Bei Teleskopen spart man sich so eine zusätzliche Optik einfach, weil es egal ist, ob ein Objekt im Weltraum auf dem Kopf steht oder seitenverkehrt ist. Ein richtiges unten oder oben gibt es dort eigentlich nicht. Was mache ich, wenn ich trotzdem auf der Erde beobachten will? Dafür gibt es zum Beispiel Umkehrlinsen oder auch Amici-Prismen. Damit richten Sie das Bild wieder auf. So eine Umkehrlinse verwenden Sie im Zusammenhang mit einem Newton-Teleskop und stecken sie zwischen Okularauszug und dem Okular. Und so ein Amici-Prisma verwenden Sie immer bei einem Schmidt-Cassegrain-Teleskop oder bei einem Linsenteleskop. Warum sehe ich durch das Teleskop nicht, was ich durch den Sucher sehe? Das kann passieren, wenn Sie den Sucher nicht exakt auf das Hauptteleskop eingestellt haben und beide Optiken gegeneinander versetzt sind. Dann sehen Sie auch zwei verschiedene Seheindrücke und beide Rohre blicken in verschiedene Richtungen. Das müssen Sie korrigieren. Wie das geht, dazu haben wir ein eigenes Video, das Sie unten in der Videobeschreibung verlinkt sehen. Zerstört Tau mein Teleskop und was kann ich dagegen tun? Wenn nach einem warmen Tag die Luft abkühlt, kann die in der Luft aufgenommene Feuchtigkeit kondensieren und sich als Tau auf unseren Teleskopen niederlassen. Manchmal ist die Feuchtigkeit in der Luft so stark, dass wir, wenn wir mit einer Taschenlampe in die Dunkelheit leuchten, einen weit sichtbaren Leuchtbalken am Himmel sehen. In der Regel bringt es dann überhaupt nichts, das Teleskop überhaupt aufzustellen. Doch manchmal kommt der Tau auch ganz plötzlich beim Beobachten und die Sterne, die wir durch das Teleskop sehen, bekommen Hilfe und werden immer diffuser. Wenn wir dann mit der Taschenlampe auf den Spiegel leuchten, sehen wir so eine Tauschicht, die wie eine beschlagene Fensterscheibe aussieht. Bitte legen Sie jetzt auf keinen Fall irgendwelche elektronischen Bauteile in die Wiese, denn die ist in der Regel nass. Dem Teleskop macht dieser Tau überhaupt nichts aus. Doch sollten Sie auf keinen Fall versuchen, die Optik mit einem Tuch freizuwischen. Denn wenn der Tau einmal zugeschlagen hat, dann hilft nur noch Teleskop einpacken und zu Hause die Deckel vom Teleskop und den Okularen entfernen, damit die Feuchtigkeit abtrocknen kann. Aber man kann dem Tau auch vorbeugen und das Teleskop mit einer Taukappe oder einer Taukappenheizung ausstatten. Meist ist das bei Maksutov oder Schmidt-Cassegrain-Teleskopen sinnvoll, wo man die vordere Platte frei von Tau hält. Seltener nötig bei Newton-Teleskopen. Diese genialen Produkte halten den Blick frei und Sie können ungehindert beobachten. Kann ich den Rover der Apollo-Mission auf dem Mond sehen? Der Mond ist das nächste Himmelsobjekt und man sieht mit einem Teleskop tausende Krater. Da müsste man doch auch den Mondrover auf der Oberfläche entdecken. Leider ist es nicht so. Das Auflösungsvermögen unserer Amateurteleskope reicht bei Weitem nicht dafür aus. Selbst das größte Teleskop kann den Mondrover der Apollo-Mission nicht sichtbar machen.
Denn dieses Auto hat eine Länge von etwa 3 Metern. Kein Teleskop der Welt kann so kleine Gegenstände auf dem Mond auflösen. Mit einem 6 oder 8 Zoll Teleskop lassen sich Objekte bis etwa 2 Kilometer Größe auflösen. Das war's schon mit den häufigsten Fragen. Wir sehen uns, wenn Sie wollen, im zweiten Teil wieder. Vielen Dank fürs Anschauen, viel Spaß bei der Beobachtung und bis bald.